Ja, hallo liebe Mercedes-Fans, ich sitze hier im E400 Cabriolet. Heute schauen wir uns das Auto mal etwas genauer an. Viel Spaß! Und schon geht's auf die Strecke. Selbst im Frühjahr, bei durchwachsenem Wetter, macht die Fahrt mit dem eleganten E400 Cabrio, dessen Biturbo V6 Motor 333 PS leistet, richtig Laune. Schon auf den ersten Metern versteht man, warum der E400 als der perfekte Botschafter kultivierter Sportlichkeit gilt. Ja, der E400 Biturbo V6 mit 333 PS. Es ist ein sehr interessantes Auto. Man kann sehr geschmeidig fahren und trotzdem hat dieser E400 ein unglaublich hohes Leistungspotenzial. Man kann also sehr gut wechseln zwischen sehr flottem Fahren im Verkehr oder auch sehr angenehmes Dahingleiten im Verkehr. Deswegen ist es eigentlich ein Auto für jedermann. Es ist mehr oder weniger ein Alleskönner. Wer es etwas kerniger mag, auch im Cabriolet, greift dann zum E500. Da ist ein leichtes V8-Grollen im Preis inbegriffen. Überhaupt der Preis. In der Grundausstattung ist das E400 Cabrio für gut 60.000 Euro zu haben. Unser Modell kommt mit diversen Ausstattungspaketen, 18 Zoll Felgen und Ledersitzen auf rund 82.000 Euro. Dafür haben wir mit der Feueropal-Lackierung einen echten Hingucker, der auch an der Tankstelle Freude macht. Wir bewegen den hochmodernen Biturbo V6 mit 9,1 Litern. So, ich habe jetzt mal den Sportmodus geschaltet und da geht's auf jeden Fall schon ganz gut ab. Also, im normalen Straßenverkehr können einem da nicht viele Autos das Wasser reichen. Das ist schon absolut ausreichend. Das Fahrverhalten ist so, wie man es von Mercedes erwarten kann. Das Fahrwerk bietet komfortables Dahingleiten mit souveränem Cabrio-Spaß. Soll es doch mal sportlicher werden, so bietet die 7-Gang-Automatik beim Fahrprogramm S deutlich mehr Dynamik und eine direktere Rückmeldung von der Straße. Ich habe den E400 gerade im Komfortmodus. Man kann beim Fahrwerk wechseln, Sport, Komfort. Hier auf den Landstraßen im Komfortmodus ist es sehr angenehm. Trotzdem liegt er sehr, sehr agil auf den Straßen in den Kurven und erst recht im Sportmodus. Was auch sehr gut geworden ist, das Dach hat eine sehr angenehme Höhe. Man hat wirklich das Gefühl, schön an der frischen Luft zu sitzen. Und trotzdem bekommt man nicht sehr viel Fahrtwind ab. Der eine oder andere mag es mehr, der andere mag es etwas weniger. Jetzt ist es gerade nicht ganz so heiß, deswegen ist es angenehm, dass ich nicht so viel Wind abkriege, aber absolut ausreichend. Wenn das Wetter doch keine Lust auf oben ohne macht, so wird das Verdeck in wenigen Sekunden automatisch aus dem Kofferraum geholt. Auch im geschlossenen E400 Cabrio sind keine unangenehmen Windgeräusche zu vernehmen. Alles in allem bietet das sicherste Cabrio seiner Klasse genügend Leistung, ein kultiviertes Erscheinungsbild und Mercedes-typischen Fahrkomfort.